Nachdem Shinnok besiegt war, wandte sich Triborg den Spezialeinheiten zu. General Blade und die anderen kämpften tapfer, aber ihre allzu menschlichen Schwächen führten unausweichlich zu ihrer Niederlage. Nachdem er nun Zugriff auf das Computernetzwerk der SE hatte, griff Triborg auf die Lin Kuei-Speichereinheiten zu, von denen einst er selbst generiert worden war, um die Gehirnstromdaten dutzender seiner Lin Kuei-Brüder und Schwestern auf den Servern der SE einzulagern. Die Labore der SE verfügten schließlich über das nötige Material, um für jeden von ihnen einen Kybernetikkörper zu schaffen. Bald war der Download abgeschlossen und die Cyber-Lin Kuei waren neugeboren. Doch da Sub-Zero den Namen des Clans für immer beschmutzt hatte, entschied sich Triborg für einen Neuanfang. Fortan würde er als der Anführer des tödlichsten Clans aller Reiche berüchtigt werden, den Tekunin.